boing, boing, boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boing, boom, chuck, chuck, ping, chuck, boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck, chuck, ping, chuck, boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, ping, chuck, ping, chuck, ping, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck, 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 boing. Geschlechtsverkehr ist Schwerelosigkeit. Man kann ja lange daran üben, also unter Wasser und so weiter. Aber so richtig zur Perfektion ist das schwer zu bringen. Ja? Was ist anders? Anders ist, dass es nicht den Rückhalt einer Matratze gibt. Ja. Einer Matratze gibt, ja? Sondern ich kann alles, was ich treibe, nur im gegenseitigen Halten vollbringen. Das heißt, die Paare müssen eigentlich hervorragend aufeinander eingespielt sein. Sieht tänzerisch aus, im gewissen Sinne. Ja? Ja, wenn ich an modernes Tanztheater denke, sicher. Sondern ist, sozusagen Spontanbegegnungen sind sehr, sehr schwierig, wenn es sich nicht um Profis handelt. Das heißt, sie müssen... Die treffen einfach nicht, ja? Sie wünschen sich etwas. Sie wünschen sich etwas und... Körperöffnungen und Körpererweiterung, Extensionen werden zueinander geführt, aber treffen nicht. Ja, so ungefähr. Jedenfalls ist das Vollbringen eines wirklich gelungenen Kopulationsaktes im Weltraum eine Glanzleistung. Wo tropft der Samen hin? Der tropft doch nicht nach unten. Der tropft im Weltraum. Ja. Unten gibt's nicht. Ja. Hing 14 Tage, ja, neben den Liebenden. Ja. Das fliegt ihnen genauso um die Nase wie Geschosse, bloß schlägt die Außenhaut nicht kaputt. Ja. Alles, ich meine, machen Sie sich bitte nichts vor, alles, was frei im Weltraum ausgesetzt wird, fliegt in der Zukunft herum. Das heißt, es soll also vermieden werden und wir bestrafen auch Leute, die frei kopulieren außerhalb der Raumschiffe. Nicht? Denn genau, was Sie gerade sagen, es fliegen sonst die Sachen in der Gegend herum. Wir erlauben ja auch niemanden, in den Weltraum zu scheißen. Pop, 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 pop
Stichwort Liebende. Wenn man, die suchen ja nach ihrer Erfahrung nicht den Platz, wo die Bodenstation sie voll durchkontrolliert, ja, und entblößen sich, sondern sie suchen Ecken. Ja. Gibt es die im Raumschiff? Nein. Gibt keine Stelle, ja, wo man nicht gesehen wird. Nee. Das darf auch gar nicht sein. Ich muss jede Ecke sehen können, denn ich meine, für ein Raumschiff ist natürlich ein Leck oder eine Unregelmäßigkeit tödlich. Also muss jede Ecke. Nur Hilfe vom Boden her. Aber es gibt sozusagen den Glauben der Astronauten, dass es irgendwelche Ecken gäbe, für Doktorspiele geben könnte. Ich kann natürlich, wenn ich mit dem Raumschiff vertraut bin, gewisse Überwachungssysteme ausschalten für eine gewisse Zeit. Blenden, die Bodenstation blenden auf Zeit. Kann ich machen. Was ist das nächste Problem? Ich muss den Raumanzug irgendwie aufnesteln. Das ist auch nicht ganz einfach. Geht nur mit Hilfe des anderen. Ja, es geht nicht nur mal mit Hilfe des anderen, sondern Sie müssen zum Spezialisten. Ich meine, wenn hier jemand, wie Sie auf Erden sagen, Liebe macht, ja, dann ist das zumindest an Bord des Schiffes bekannt. Und da müssen auch die anderen mithelfen. Ja, denn wie gesagt, es muss eine Örtlichkeit abgedunkelt werden, dass die Bodenstation sich was verboten ist. Ja, und sie müssen diese ganzen technischen Vorbereitungen treffen. Also immer drei Wachehalter, also dreimal Brangäne, wenn es einmal Triss in die Säule gibt. Ja. Ja, ich meine, das ist, hier kann praktisch jeder mit jedem Liebe machen. Das ist eine Frage der Vereinbarung, ja. Das ist nicht hier irgendwelche, wie auf Erden, so Monopolideen. Das Einzige, was Sie da oben überhaupt nicht haben, sind Pfarrer, richtig? Das ist auch nicht richtig. Unser Kommandant ist praktisch auch unser Pfarrer. Standesbeamter gibt es nicht. Es werden auf den Raumschiffen keine Ehen geschlossen, auch nicht geschieden. Es gibt ja keine verheirateten Leute. Ja. Das wäre alles, das können Sie nicht machen. Die Leute sind völlig gleich in ihren Möglichkeiten und ihrem gesellschaftlichen Status. Sind so ungefähr dieselben wie auf Erden? Also wird ein altes Idol nachgeahmt, der Kopulation, obwohl es eigentlich für die Schwerelosigkeit nicht besonders geeignet ist? Oder kommen hier neue Formen? Nee, also ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so ungeeignet, denn es setzt vielmehr die völlig beidseitige Aktivität voraus. Ja? Nicht? Aufmerksamkeit? Auf Erden genügt es ja, wenn einer der beiden Partner sozusagen die aktiven Part übernimmt und der andere sich sozusagen hinlegt. Ja? Ja. Das geht hier nicht. Hier müssen beide aktiv sich beteiligen, sonst geht es nicht. Wie lange dauern so eine Veranstaltung? Das dauert so lange wie auf Erden. Ja, das heißt, das hängt davon durch die Umständlichkeit, nicht? Und die Schwierigkeit, das Ziel zunächst mal zu finden, sich anzupassen. Das ist ja wie zwei Raumschiffe, die ein Kopplungsmanöver machen. Die andocken, natürlich. Ja, und das dauert doch eigentlich deutlich länger, ja? Das heißt, die Vorspiele. Nein. Falsche Vorstellung. Ja. Ich meine, wenn zwei Partner aufeinander eingespielt sind, ja, und das müssen sie sein. Ja, aber Gier schafft ja neue Irritationen und sie finden es. Nein. Hier kennt jeder jeden Zustand. Ja? Das heißt, nackt sein und nicht nackt sein ist hier allen vertraut. Music non-stop.
Music.